Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum Hardware-Video, Anschlussvideo, zweite Mal Fire TV Cube oder dritte Mal jetzt schon. US-Modell, deutsche Modell, jetzt das zweite deutsche Modell. Und wo wir gleich einrichten werden und wo ich euch ein paar Tipps und Tricks noch verraten werde. Hab mal meine Kamera auf ein Dreibein gestellt. Ich werde nachher denn die Kamera noch ein bisschen höher machen, dass ihr im Fernsehen seht. Ich werde jetzt nur den Cube einbauen. Die Kabelei, die ist halt vernünftig verlegt, die werde ich so lassen. Ich werde ab und zu das A-Wort sagen. Also am besten eure A-Punkt kurz pausieren, das Video, eure A-Punkt ausmachen, also stumm schalten. Ja, und dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt mal an. Hoppala. Reicht mein Kabel? Ja. Mal gucken. So, Strom. HDMI. So. Das ist der alte Cube. Und ich werde das wahrscheinlich jetzt nicht so sehen können. Ich werde mal gucken mit ranzoomen. Ja, nicht so wirklich. Leider. Also ich habe hier den Klinkestecker, kann man jetzt schlecht erkennen, vom IR-Sensor. Der befindet sich unten in der Schrankwand, damit er nicht so auffällig ist. So, den stecke ich mal ran. So, dann habe ich hier für den LAN-Kabel, das was mit bei ist. Da habe ich aber jetzt momentan nicht den Dingsbums angeschlossen, dass man Festplatten oder USB-Stick benutzen kann. Den OTG-Kabel. Bin jetzt nicht auf den Namen gekommen. Jetzt will er wieder nicht. Ach, wieso will er denn jetzt wieder nicht rennen hier? Das ist immer eine Friemelarbeit bei dem Ding, ey. So, jetzt aber. So, dann haben wir hier den HDMI-Kabel. Das ist der schwarze, den werde ich euch auch in die Videobeschreibung packen von Kabel direkt, das ist der 8K-fähige Kabel. Der kann 4K mit 60 FPS oder sogar 120 FPS. Und 8K kann er auch. Den schließen wir an. Den habe ich auch an der PlayStation 5, an der PlayStation 4. Also damit seid, ist wirklich High-End-Kabel. Damit seid ihr gewappnet. Jetzt kommt das erste, worauf ihr aufpassen müsst, wenn jetzt geht er halt an. Also ich hätte mal erstmal anschalten müssen. Echo? Fire TV an. So, jetzt seht mich hier die Steckdose an. Fernseh geht an, ihr seht die Beleuchtung. Die Soundbar ist an, das ist halt die Steckdose, wo das alles dran ist. Bei der Positionierung müsst ihr aufpassen, wo er ihn positioniert. Ich habe rausgefunden, auch wenn sie sagen, dass er weiter zur Soundbar schlecht ist, ist es in meinem Fall gar nicht mal so schlecht. Wenn er weiter vorne ist, versteht er mich manchmal nicht richtig. Ich habe jetzt herausgefunden, dass er eigentlich hier so ein Stück zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 ideal aufbewahrt ist. Der versteht mich aus allen Ecken vom Raum. Wenn er hier weiter hinten ist, was mir eigentlich lieber gewesen wäre, dass die Kabelei verschwindet und so, da hat er dann das Problem gehabt, dass er mich teilweise nicht richtig verstanden hat. Aber hier ist jetzt so mittig, ist eigentlich so die. Ist eine gute Position. Da müsst ihr rausfinden, wie es für euch am besten ist. Einfach durch Experimentieren. Und glaubt es mir, es klingt jetzt wirklich beschissen, aber es ist wirklich die Wahrheit. Ein, zwei Zentimeter vor, zurück, links, rechts können verdammt viel ausmachen. Hätte ich auch nicht geglaubt. Wenn ich den ein Zentimeter hier weiter vorne mache, habe ich schon nicht mehr so ein gutes Ergebnis. So. Zoomen wir mal raus. Hoppala. Jetzt komme ich mal neben euch. Und so, also hier unten praktisch. Hier habe ich extra so ein bisschen vorgemacht, ist der IR-Sensor. Den habe ich hier immer so ein Stück versteckt zwischen den Geräten. Da fällt er nicht auf. Dann geht dann hinten lang der Kabel. Der ist echt lang genug. Passt alles super. So, jetzt machen wir euch mal Richtung Fernseher, damit ihr seht, was da jetzt passiert.
So, ich hole mir mal die Sky-Fernbedienung. So, ein Stück rangezoomt. Dann seht ihr das auch ein bisschen besser. Machen wir Fernseher an über die normale Fernbedienung. So. Jetzt kommen wir gleich nämlich zur Einrichtung. So. Ist jetzt ganz normal Standardeinrichtung. Bei mir dauert es manchmal etwas länger, bis das Bild da ist, wenn ich den Fernseher anmache, weil bei mir geht der Fire TV nicht direkt zum Fernseher. Bei mir geht er nämlich in Dream Screen und von da aus geht es dann zum Fernseher wegen meiner Hintergrundbeleuchtung. So. 10 Sekunden gedrückt halten. Haben wir gemacht. Jetzt sollen wir Press to Start. Jetzt wählen wir Deutschland aus. Sieht auch ein bisschen anders aus. Das war vorher nicht so rötlich, war vorher ein bisschen orange. So, Fire TV startet in wenigen Sekunden. Die neue Benutzeroberfläche ist auch gar nicht mal so schlecht, aber hat auch wieder ihre Tücken. Mir fehlt bei der neuen Benutzeroberfläche, was ich zuletzt angeguckt habe, ja, dass man da halt jederzeit wieder reinkicken kann. Und mir fehlt die Übersicht, dass auf der ersten Seite gleich die Sachen ist, die man gratis gucken kann. Immer zur Fire TV App wechseln ist mir zu blöde. Ich möchte einfach in der Oberfläche bleiben. So, jetzt wird die aktuelle Software installiert. Der hat ja auch Internet. Wie gesagt, ich habe ja diesen LAN-Verteiler dran. Und in der Ecke ist meine Gigagate. Die ist so. Da seht ihr praktisch den schwarzen Kasten, ist die Festplatte von der PlayStation 5, die 8 Terabyte. Und da zwischen Schrank und dem Lowboard, da ist ein bisschen Luft. Und da zwischendrin steht die Gigagate. Und in der Gigagate ist praktisch die PlayStation dran, die Soundbar dran, der Fernseher ist dran, die Skybox ist dran, also SkyQ, der Receiver ist dran. Oh. Und die PlayStation 5. Oh. Müssten eigentlich alle Geräte sein, die dran sind. So, mit dem Update, das dauert jetzt leider ein bisschen was. Das kann ich auch leider nicht beeinflussen. Wir können ja in der Zeit schon mal die anderen Geräte alle anschalten, die ich hier so habe. Alexa. Oder wartet mal, ich mach mal so, dass ihr das vielleicht seht. So, weiter kann ich nicht machen, aber hier, wenn ich jetzt so mache, dann seht ihr hier gleich unten, ich haltet mal selber mit der Hand so ein bisschen fest, dann seht ihr, was hier gleich alles angeht. A-Punkt funktioniert ja noch nicht, also werde ich es erstmal über ein Echo im Flur machen. Also ihr werdet Echo-Wort ab und zu sagen, also am besten stumm schalten. Echo, Blu-ray-Player an. So, jetzt seht ihr da ein rotes Licht, das ist jetzt an. Echo. Switch an. So, jetzt ist die Switch auch an. Echo. PlayStation-Ladestation an. Es gibt verschiedene Dinge mit dem Namen PlayStation-Ladestation. Welches möchtest du? PS5-Ladestation. Ist halt auch eine extra Steckdose. HDMI an. PlayStation an. So. Jetzt sollten alle Geräte an sein. Bei der PlayStation ist gerade kein Licht. Ich bin hinten wieder an den Kabellein gekommen und dadurch habe ich da jetzt kein Licht. Ich werde mal kurz Pause machen. So, jetzt ist alles an. Ihr seht auch, dass es jetzt hier blau leuchtet. Jetzt können wir gleich mit den Einstellungen am TV weitermachen. Zu der Einrichtung der neuen Fernbedienung werde ich dann später noch ein separates Video machen. Ist im Prinzip alles kinderleicht und sozusagen eigentlich selbsterklärend. Hat er schon wieder eine Software gefunden.
Auch nicht wundern, ab und zu steht, ist dann mal so ein Fernbedienungssymbol da. Die Fernbedienung wird seit neuestem auch halt regelmäßig mit Updates versorgt. Da kann es dann auch passieren. Das am besten nicht unterbrechen, sonst kann es zu Fehlern kommen. Wenn das da steht, einfach die Fernbedienung wirklich liegen lassen, nichts machen, bis da steht, jetzt kann die Fernbedienung benutzt werden. So. Wird bei Ihrem Konto angemeldet, steht automatisch da. Das wollen wir auch haben. So, Fire TV wiederherstellen. Anscheinend sind Sie bereits Fire TV Kunde. Möchten Sie Fire TV Konto mit Ihren aktuellen Apps, Einstellungen und Datenschutz, Kinderschutz wiederherstellen? Jo. So, und oh, das ist geil, das ist neu. Das ist neu. Jetzt können wir vom Fire TV Cube Schlafzimmer. Nee, das ist das US-Modell, genau. Der ist, das ist das vom Schlafzimmer. Das ist der aktuelle, den habe ich im Amazon. Also, wenn man auf meine Geräte geht, kann man die Geräte umbenennen. Und die habe ich jetzt schon umbenannt. Da habe ich jetzt zum Beispiel, das ist eigentlich Fire TV Cube Wohnzimmer. Das ist. Jetzt halt Schlafzimmer, habe ich schon umbenannt. Fire TV Cube US, da stand eigentlich US Schlafzimmer. Der kommt dann im Kinderzimmer. Box 3 ist die Box, die hinten mit so einem USB hinten dran hängt. Box 1, Box 2 taucht hier leider nicht auf, warum auch immer. Aber wir nehmen halt einfach Fire TV Cube, von dem wollen wir wieder herstellen. Dann so. Fire TV Cube wurde für Kind und Eltern entwickelt. Kindersicherung aktivieren. Moment. So. Kindersicherung ist jetzt auch aktiviert. Jetzt kommen wir zu den ersten Schritten. Und jetzt fragt er uns, was wir halt hiervon installieren wollen. Eigentlich gar nichts. Na doch, Pluto können wir installieren. Wapu brauche ich nicht. Danza brauche ich nicht. Auch von dem ganzen Mediathek-Dreck brauche ich nichts. Ich kaufe kein ARD, kein ZDF, ProSieben, RTL, sowieso nicht. Alles Müll. Einzige, was ich gucke, ist ProSieben Max. Und das eigentlich auch nur in der Mediathek. Oh, jetzt sollte das eingepegelt haben. Also davon brauche ich gar nichts. Das ist jetzt hier Sportzeug. Davon brauche ich erst recht nichts. Jetzt haben wir hier weitere Apps, die Sie interessieren könnten. Davon interessiert mir jetzt auch nichts. Ne, doch, Netzkino können wir nochmal machen. Mal gucken, was Sie jetzt so Schönes haben. So. Folgendes wird Startseite hinzugefügt. So. Gerätesteuerung durch A-Punkt. Das wollen wir natürlich aktivieren. Wir wollen jetzt mit Alexa, also mit unserem Fire TV Cube, die Soundbar, den Fernseher und alle Geräte steuern. Das wollen wir. So, jetzt gehen wir dazu weiter. Und dann kriegen wir halt auch natürlich Tipps und so, wie weit er vom Lautsprecher weg sein soll. Mit den 30 cm ist manchmal ganz gut. Wie gesagt, bei mir habe ich bessere Ergebnisse dadurch, wenn der nicht dieser 30 cm weg ist, sondern so ein bisschen was weniger. So, und dann halt auch, wo man den am besten hinstellen soll. Unten rein, nicht so in den Schrank, nicht an der Seite, zu weit an der Box ran und so. So. Ich verwende eine Soundbar. Also man kann auch Receiver, ich verwende nur einen Fernseher, aber ich verwende ja eine Soundbar. Jetzt fragt davon, wo die Soundbar halt ist. Und da suchen wir jetzt einfach mal Yamaha. So. Und die Soundbar ist momentan auch aus. Ich weiß nicht, könnt ihr vielleicht hier so einen leichten roten Punkt sehen. Aber ich glaube eher weniger. So. Weiter. Ihr Fernseher wird ausgeschaltet. Dies kann eine Minute dauern. Bitte warten Sie. So, jetzt wird der Fernseher ausgeschaltet und ihr müsst auf Alexa hören. Der Fernseher ist wirklich ausgeschaltet. Seht ihr ja? Und nicht wundern, wenn es was länger dauert. Wenn sich Ihr Fernseher
ausgeschaltet hat, drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen. So, wenn er sich wirklich ausgeschaltet hat, dann sollen wir vorspulen. Wenn er noch eingeschaltet ist, sehen wir ja die Anleitung auf dem Bildschirm. Ihr Fernseher wird erneut eingeschaltet. So, jetzt wird er wieder eingeschaltet. Das dauert nie eine Minute, aber also bei mir jedenfalls nicht. Das ist das, was ich jetzt gesagt habe, dass bei mir das Bild ein bisschen nachschleift. Das liegt aber durch den Dreamscreen, dass ich das so ein kleines, ist aber nur beim Einschalten. Während des Guckens ist kein Problem. Wir sind zurück. Fire TV kann jetzt Fernseher ein- und ausschalten. Super. Beim nächsten Schritt werden wir Musik abspielen, während wir mehrere über ihr Soundbar lernen. Okay, werden wir machen. Können Sie Musik hören, die wir vom Gerät Soundbar abgespielt wird? Achso. Echo? Soundbar an. Muss an sein erstmal. Und ihr hört, da läuft so eine Musik. Und na klar, ich kann die Musik hören. Ja. Als nächstes werden wir die Musik stumm schalten. Die Musik wurde stumm geschalten. Wurde die Musik stumm geschaltet? Ja, die Musik wurde stumm geschaltet. Okay, wir werden jetzt die Musik wieder abspielen. Ja, meine Tochter ist gerade gekommen. Weiter. Musik läuft wieder. Können die Musik hören? Ja. Wir werden Soundbar jetzt ein- und ausschalten. So, weiter. Jetzt wird die Soundbar ausgeschalten. Kann eine Minute dauern. Bitte warten Sie. Ist aber schon aus. Ich habe den roten Punkt. Sie arbeitet jetzt noch. Sie geht noch andere Frequenzen durch. Guckt, ob oder überprüft, ist wirklich aus. Ja, hat sich ausgeschalten. So, Ihre Soundbar wird eingeschaltet. Jetzt wird sie eingeschaltet, Ihre Soundbar eingeschaltet. Ja. Als nächstes Schritt erfahren wir, wie Fire TV Cube mit der Soundbar verbunden ist. Weiter. Über ein optisches Schrägstrich TV Audio. Wir könnten auch noch den Blu-ray Player, AUX, Komponent, Bluetooth, Eingang ist nicht aufgeführt, aber wir haben ja ein optischen Kabel vom Fernseher halt zur Soundbar. So, Fire TV Cube ist jetzt eingeschaltet. So. Wir präsentieren das brandneue Fire TV Erlebnis. Das neue Hauptmenü. Können ganz einfach, personalisieren Ihr Profil. Da fehlen mir ein paar Profilbilder noch. Da könnte mal ein bisschen was kommen. So. Ich gehe jetzt erstmal auf mein Profil. So. Und dann ist das jetzt alles so, wie ich das habe. Also hier die Apps, die muss man sich jetzt natürlich noch ein bisschen anpassen. Wir werden auch noch ein paar Apps runterladen. Das geht ganz einfach. Machen wir erstmal das Grundlegende. Die neue Benutzeroberfläche werde ich dann später separat nochmal ein Video zu machen. Teilweise gut, teilweise ist echt scheiße. Wir gehen hier auf das App-Symbol hinten und dann können wir uns die Apps, die wir mehr brauchen, da Disney Plus zum Beispiel, nach vorne holen. Ja, uns fehlt jetzt ja natürlich noch das große K und hast nicht gesehen. Ich habe ja auch Internetradio drauf, das ist ganz cool. Hier D-Max und Join. Wir werden mal das noch nach oben machen und das ist für die erste Einstellung ein bisschen einfacher. Erkläre ich euch nachher. So. Und dann habt ihr dann heute um eure individuelle Liste. Ihr findet natürlich auch die Apps dann. So, da hier oben auch Startseite suchen. Ja, irgendwo hatte ich hier auch mal, also ich habe hier noch gar keine Apps geöffnet.
Dann findet man auch hier unten die Apps, die man mal geöffnet hatte. Und halt alle Apps, ja, wenn ihr hier unten raufklickt, App-Bibliothek, da kommt er dann auf alle Apps. Da werden euch auch eure Apps angezeigt, die in der Cloud sind. Ich habe hier, natürlich wird hier gerade viel runterladen, ich muss hier auch mal viel deinstallieren. Eins fehlt mir gerade noch. Also mein PoolVPN, da muss ich dann auch noch mal einstellen. Aber ich will es ja einfach. Nee, ich will es nur verschieben. So, und das mache ich mir dann nämlich nachher hier hoch. Aber jetzt momentan brauche ich es halt noch nicht. Und hier haben wir dann auch den App Store jetzt separat. Ich muss die Kindersicherung ausschalten, die geht mir auf den Sack hier. Und da haben wir dann alle Apps halt auch drin. Aber ich wollte die Kindersicherung halt mal einschalten, damit ihr seht, wie das ist. Kindersicherung. Und hier könnt ihr sie einfach wieder ausmachen, indem ihr den Code eingibt. Und dann ist die Kindersicherung auch aus. Und dann wird die halt auch nicht mehr verlangt. Und läuft gut. So. Wir möchten jetzt aber auch noch mehr machen. Wir haben jetzt alles eingestellt, wir haben so erstmal im Groben und Ganzen haben wir. Aber wir wollen ja noch Geräte steuern. So, Geräte einrichten. Warte mal, wir gucken erstmal Geräte verwalten. Wir haben jetzt hier drinnen bei Geräte verwalten den Fernseher, die Soundbar und den Fire TV Cube. Erweiterte Einstellung. Und wir wollen jetzt hier Geräte noch hinzufügen. Wartet mal, da muss ich noch. So, dann musste ich jetzt noch schnell die Fernbedienung vom Blu-ray Player holen. So. Wir werden jetzt aber als erstes Gerät hinzufügen. PlayStation. Die war auf HDMI 4. Optisch TV Audio / Fire TV. So. Drücken Sie Vorspulen auf der Fire TV Cube Fernbedienung, wenn die Eingangsquelle auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Drücken Sie Zurückspulen, wenn die Eingangsquelle nicht auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Wir sind auf der richtigen Quelle. Aber die PlayStation ist halt nicht an. Wie werden wir die PlayStation anmachen? Drücken Sie Vorspulen auf der Fire TV Cube Fernbedienung, wenn die Eingangsquelle auf das richtige Gerät umgeschaltet. Jetzt versuche ich, zu Fire TV Cube zurückzukehren. So, hat er gemacht. Drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf Vorspulen, wenn Fire TV Cube angezeigt wird. Drücken Sie auf Zurückspulen. Sie können Alexa wechseln zu PlayStation. Um zurück zum Fire TV Cube zu wechseln, sagen Sie Alexa Startseite. So, okay. Alexa, wechsel zu PlayStation. Alexa, Startseite. Und so einfach ist das. So. Wir sind aber auch noch nicht fertig. Und zwar Gerätesteuerung. Geräte verwalten. Jetzt haben wir halt hier PlayStation, Fire TV Cube, Soundbar, Fernseher. Gerät hinzufügen. Was fehlt uns denn jetzt noch? Wir brauchen natürlich noch erstens unseren Blu-ray Player, zweitens die Skybox. Dann lasst mich mal erstmal überlegen, an welchen HDMI Sky war.
Weil ihr müsst dazu schon die HDMI-Quelle wissen. Nee, Apps nicht. Quellen 4, 3, 2, nee, warte mal, das ist 4. Nee, genau so ist es. 1, 2, 3, 4. In der richtigen Reihenfolge. Okay. Sky ist auf 2. Die Skybox ist auf 2. So. Xbox habt ihr noch mit bei Media Player, Apple TV, DVD Player, Raku, Blu-ray Player, DVR, TiVo, Live TV. Wir gehen auf Live TV. Und dann steht halt nicht Sky da, es ist halt Live TV, weil es ein Receiver. Dann haben wir hier Fernseher zur Auswahl, wenn wir halt direkt am Fernseher praktisch Antennenkabel dran haben. Oder wir gehen halt auf Setup-Box, müssen halt auf Setup-Box gehen. Dann fragt er auch Kabel oder Satellit, das hat halt mit den Frequenzen zu tun, damit er weiß, wenn er was umschalten soll, wo er hinschalten soll. Wir nehmen Satellit. So. Und jetzt sagt er Fire TV Cube benötigt sichere Verbindung. Ja. So. Ja. So, und jetzt fragt er natürlich, welchen Fernsehanbieter. Ist egal, Fernsehanbieter ist jetzt doof gesagt, aber Pay-TV-Anbieter, Fernsehen, naja, die haben halt den Mittelweg gewählt. Deutsche Telekom, Sky, Anbieter nicht aufgeführt, das wäre dann halt Vodafone und O2, die bieten sowas ja auch an. Wir nehmen Sky. So, vergewissern Sie sich, dass es eingeschaltet ist. Achso, wir müssen ihn erstmal einschalten. So, ist er eingeschaltet. So, verwenden Sie auf der Fernbedienung zum Satellitenreceiver zu wechseln. Wechseln Sie mit Ihren Fernbedienungen zu Ihrem Satellitenreceiver. Drücken Sie die Vorspulentaste auf Ihre Fire TV-Fernbedienung, wenn ein Sender erscheint. Okay, also wir sollen jetzt zum Satellitenreceiver wechseln. Einmal rüber, zack. Wechseln Sie mit Ihren Fernbedienungen. Wir waren etwas mehr als 24 Stunden auf PX7 und haben Erkenntnisse gesammelt. Und als euer Team zu dem Planeten Alexa? Kam, hat euch niemand erkannt? Das würde darauf hinweisen, dass unser... So, machen wir Soundbar stumm. So. Wechseln Sie mit Ihren Fernbedienungen zu Ihrem Satellitenreceiver. Habe ich gemacht? Drücken Sie die Vorspulentaste auf Ihre Fire TV-Fernbedienung, wenn ein Sender erscheint. Fire TV Cube lernt nun, wie Ihr Satellitenreceiver gesteuert wird. Achten Sie darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Das habe ich immer nicht eingeschalten. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht funktioniert hat, drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernbedienung zurückspulen. So, also eigentlich. Wenn der aufwärts funktioniert hat, drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Versuchen wir es noch einmal. Achten Sie darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Wenn Sender aufwärts funktioniert, versuchen wir es noch einmal. Achten Sie darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Nee, da ist gerade der Wurm drin. Moment. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücken Sie auf der Fire TV. Bestimmt, weil ich lautlos gemacht habe. Test neu starten. Wenn es nicht funktioniert hat, drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernbedienung zurückspulen. Wechseln Sie mit Ihren Fernbedienungen zu Ihrem Satellitenreceiver. Drücken Sie die Vorspulentaste auf Ihre Fire TV Fernbedienung, wenn ein Sender erscheint. Fire TV Cube lernt nun, wie Ihr Satellitenreceiver gesteuert wird. Achten Sie darauf, ob sich der aktuelle Sender ändert. Sender aufwärts wird getestet. Funktioniert gleich beim ersten Mal. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücken Sie auf der Fire TV Cube schalten Sie mit den Originalfernbedienungen zurück zu Fire TV Cube.
Also, HDMI 2. Wählen Sie Gerät Soundbar optisch. Weiter. Wenn Satellit auf dem Fernseher angezeigt wird, drücken Sie auf der Fire TV Fernbedienung auf Vorspulen. Ich versuche nun, zurück zu Fire TV Cube zu wechseln. Jetzt wechselt sie halt zurück. So, fertig. So, jetzt sind wir hier mit dem Satellitenreceiver fertig. Ich zeige euch aber, warum ich diese Einstellung jetzt so nicht mache. Das ist die Originaleinstellung, was sie sagen. Ich schalte jetzt einfach mal die SkyQ-Box aus. SkyQ-Box ist ausgeschalten. So, Alexa, wechsel zu Sky. Ich schalte zu Sky 1 auf Cable. Cable hat momentan leider Schwierigkeiten. So, jetzt hat er halt nicht erkannt. Also er, Sky, Alexa, wechsel zu Sky. Ich schalte zu Sky 1 auf Cable. Cable hat momentan leider Schwierigkeiten. So, er kann halt die Skybox nicht anschalten. Ich müsste sie jetzt selber anschalten, das mache ich jetzt mal. So, jetzt ist Skybox an. Alexa, wechsel zu Sky. Ich schalte zu Sky 1 auf Cable. Cable hat momentan leider Schwierigkeiten. Alexa, wechsel zu Sky. Ich schalte zu Sky 1 auf Cable. Cable hat momentan leider Schwierigkeiten. Nu. Alexa, wechsel zu Sky. Ich schalte zu Sky 1 auf Cable. Cable hat momentan leider Schwierigkeiten. Warum hat ein Cable Schwierigkeiten? So. Also, weil er da in diesem Menü dann drin ist, wenn ich den anmache. Das ist halt so ein kleiner Konflikt. Wenn ich die Skybox anmache, ist halt immer automatisch in diesem Menü. Und mir fällt das eigentlich so, deswegen machen wir jetzt mal aus. Weil ich will ja nur die Mediathek benutzen. Ich habe das bei mir dann halt so gelöst. So, Satellit. Receiver ändern. Okay, so. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Sky Receiver eingeschaltet ist. So. Wir lassen das jetzt einfach so weiter. Und jetzt sollen wir auf der Fernbedienung Knöpfe drücken. Ja, auf der Originalfernbedienung. Wechseln Sie mit Ihren Fernbedienungen zu Ihrem Satellitenreceiver. Drücken Sie die Vorspulentaste auf Ihre Fire TV. So. Und der schaltet sich automatisch ein. So, und dann ist er automatisch an. Und so lasse ich das, so ist das gut. Fire TV Cube lernt nun, wie Ihr Satellitenreceiver gesteuert wird. Achten Sie darauf. Und wir haben oben ja das Bild, da sehen wir auch, ob wir dann Sender vor- oder zurückspulen. Wenn Sender aufwärts funktioniert hat, drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernsteuerung vorspulen. Wenn es nicht funktioniert, warte mal, ich muss mal gucken, geht das überhaupt? Drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernbedienung zurückspulen. Wir lassen das einfach mal. Schalten Sie mit den Originalfernbedienungen zurück zu Fire TV Cube. Weil das erste ist das Richtige bei mir, das weiß ich. So, und dann schalten wir jetzt hier wieder zurück zu Fire TV. So. Sie können jetzt steuern. Möchten Sie Eingänge, Einträge für den Satellitenreceiver neu konfigurieren? Ja. So, 2. Optisch. Weiter. Jetzt schaltet er wieder zum Eingang. Wenn Satellit auf dem Fernseher angezeigt wird, drücken Sie auf der Fire TV Fernbedienung auf Vorspulen. Ich versuche nun, zurück zu Fire TV Cube zu wechseln. Hat er auch gemacht. Fertig. Alexa, wechsel zu Sky. Ich schalte zu Sky 1 auf Cable. Und dann geht's. Und dann geht er auch gleich da rein
Und ein Jugendschutzpin, ja, ist er. Und hier hat er dann aber falschen Sender, wir sind jetzt nicht bei Sky 1. Alexa, schalte auf Sky Atlantic. Ich schalte zu Sky Atlantic auf Cable. Also war jetzt hier mal weiter nehmen. Sci-Fi, so, 30 und zurück. So. Mensch, Katze weg. Also mit den Sendern, das haut nicht so ganz hin, aber ich nutze das ehrlich gesagt nicht. Ich habe das eher so. Alexa, wechsel zu Fire TV. So, ich habe es eigentlich eher so, dass ich jetzt sage, Alexa, wechsel zu HDMI 2. Mach da HDMI 2 an. Aber schaltet halt nicht an. Alexa, wechsel zu Sky. Ich schalte zu Sky 1 auf Cable. Und dann geht er halt gleich immer automatisch da rein. Da müsste man dann mal gucken, dass man das ein bisschen. Alexa, wechsel zu Fire TV. Satellit, also da haut. Senderliste ändern. Sky. Ändern die für das Gerät verwenden. Sky. Welche Art Anschluss? Infrarotoption, Ein- und Ausschalten, so, Sender wechseln. So. Infrarotoption. Ein- und Ausschalten. So. Testen wir das nochmal. Alexa, wechsel zu HDMI 2. Ja, das hat immer eine ganze Weile gedauert, bis ich das mir so eingestellt habe, weil ich möchte das eigentlich so, ich schalte das jetzt selber mal ein, dass ich damit da wisst, wie ich das will. In dem Menü möchte ich starten. Also ich möchte jetzt nicht bei irgendeiner Senderauswahl oder bei irgendeinem Sender sein. Ich möchte eigentlich da möchte ich gerne sein. Dass ich dann halt hier zu TV-Guide und Aufnahmen und Serien und Filme wechseln kann. Mensch, muss ich runter, runter jetzt. Weil ich da eher. Ach Quatsch. Wir gehen Jugendschutz angeben jetzt hier.
Sender 30. So. Sci-Fi. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir sagen. Alexa, wechsel zu Sci-Fi. Ich schalte zu Sci-Fi auf Cable. Jetzt können wir hier mal gucken. Gehen wir hier raus und gehen einfach mal auf 118. Ne, wir sind ja bei 118. Warte mal, was ist denn der? Ach, falscher Knopf. So, 13. Starte. Alexa, Ist der letzte wechsel Eintrag. zu Eine Sci-Fi. Nachfrage, nur um sich. Stahl, nicht Waffen zur Selbst. Alexa, Ihre Aufmerksamkeit, wechsel zu also. Sci-Fi. Eine. Ich schalte zu Sci-Fi Ich bin mir auf nicht. Cable. Macht er jetzt. Gut. Aber wie gesagt, die Senderliste ist halt. Wir können ja mal gucken, ob die Senderliste jetzt aktuell ist. Alexa, wechsel zu Sky One. Ich schalte zu Skyrim auf Cable. Ja, gucken wir mal, was jetzt macht. Ne, immer noch Sky Cinema. Alexa, wechsel zu Sci-Fi HD. Ich schalte zu Film. Dann nimmst du mich Sumo auf Cable. Wollte ich nicht schalten? Sci-Fi. SG1. Also so kann man es dann steuern. Ich werde mir das aber noch mal anders machen. Ich werde mir das wieder so einstellen, dass ich in diesem Sky-Menüpunkt bin, dass ich dann halt zu meiner Mediathek komme und so. Weil so kann man halt gleich zu den Sendern wechseln. Gefällt mir persönlich nicht, brauche ich nicht, nutze ich nicht. Aber egal. So, wir wollen aber noch ein Gerät, hoppala, noch ein Gerät hinzufügen. Und zwar wollen wir einen Blu-ray-Player hinzufügen. Wie ihr seht jetzt schon, wir haben HDMI 1 Fire TV, hat er gleich erkannt. 2 ist Satellit, also Sky. 3 ist jetzt frei. 4 ist die PlayStation. Haben wir noch Komponenten, Composite, AV. Also so viele Anschlüsse habe ich nicht. USB habe ich, aber der zeigt dir halt Haufen Anschlüsse an, was man noch haben könnte, die ich nicht habe. So, wir gehen aber jetzt auf 3. So, Soundbar ist mit einem optischen an der PlayStation und dem Fernsehen, bla bla. So. Und bitte. So, es wechselt da zum Eingang vom Drücken Sie Blu-ray-Player. Vorspulen auf der Fire TV Cube Fernbedienung, wenn die Eingangsquelle auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Drücken Sie Zurückspulen, wenn die Eingangsquelle nicht auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Ist. Jetzt versuche ich, zu Fire TV Cube zurückzukehren. Hat funktioniert. Sie können Alexa sagen, wechseln. So, dann werden wir aber hier noch vorher gucken. Blu-ray. Geräte verwalten. Blu-ray. HDMI 3. Einstellungen. Fire TV.
drücken Sie Vorspulen auf der Fire TV Cube Fernbedienung, wenn die Eingangsquelle auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Drücken Sie Zurückspulen, wenn die Eingangsquelle nicht auf das richtige Gerät umgeschaltet wurde. Jetzt versuche ich, zu Fire TV Cube zurückzukehren. Drücken Sie auf der Fire TV Cube Fernbedienung auf. Oh, Gerät verwalten. Gerät hinzufügen. Nee, Blu-ray Player, da war doch noch mehr. Ich mach den mal an. Alexa, wechsel zu Blu-ray. Alexa, wechsel zu Blu-ray Player. Zu diesem Eingang kann ich nicht wechseln. Alexa, wechsel zu HDMI 3. Ausschalten. Alexa, Blu-ray Player aus. Alexa, wechsel zur Startseite. Alexa, wechsel zu PlayStation. Weil ich bin jetzt, über einen Hotspot, einen HDMI-Verteiler bin, kann ich jetzt hier nicht steuern. Aber eigentlich könnte ich mit der Alexa-Fernbedienung auch mein Ding steuern, meine PlayStation. Ach, der will jetzt schon wieder nicht. Der eine Controller macht mir nämlich in letzter Zeit so ein bisschen Probleme. Seit dem letzten Update. So. Das ist halt auch. Alexa, wechsel zur Startseite. So. Jetzt haben wir die grundlegenden Einstellungen. Haben wir gemacht. Unser Fire TV ist jetzt vorbereitet. Wir können unsere Apps benutzen. Wir müssen uns natürlich, glaube ich, jetzt noch anmelden in den eigenen. Nee, eigentlich nicht. Der hat die Einstellung übernommen. Das ist nämlich neu. Nee, ich muss mich doch wieder einloggen. Okay, dann werde ich da nachher erstmal die ganzen Daten eingeben müssen. Aber wir wollen ja noch über den ES-Datei-Explorer mit App2Fire und so funktioniert das alles nicht mehr. Wollen wir zusätzliche Apps installieren? Einverstanden. Erlauben. Zustimmen und weiter. Wir müssen jetzt hier teures Geld bezahlen. You're not free trial. So. Eine Woche kostenlos testen. Danach kostet es monatlich 9 Euro noch was. Wollen wir nicht. Wir gehen hier komplett raus. Wir wollen auch keinen testen oder so. Weil mit der normalen Version, mit der Testversion, können wir auch Sachen verschieben. Und das ist wichtig für uns. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt dass wir hier Apps über App2Fire, über das Ding installieren können. Wir gehen jetzt einfach unter Netzwerk, Cloud-Speicher und dann gehen wir unten, nee, oben auf Neu. Da ist oben jetzt eine Ecke, so, vorher war dann war unten Plus, jetzt ist jetzt hier. Dann gehen wir auf OneDrive.
Da gebe ich jetzt meine Daten ein. Moment. So, ich habe mich jetzt angemeldet in meinem Cloud-Speicher. Da bin ich jetzt hier drin. Und ich habe hier schon einen Ordner erstellt. Und zwar Toolmaster, Kodi. So, und da gehen wir dann auf die Toolmaster Blue Dragon Wizard 19.1. Wir können auch alle, ich zeige euch das mit allen einfach mal. Obwohl, warte mal. Oh, ja, geht mir wieder eben. So, kopieren. Obwohl, scheiße, ja, testen wir einfach mal durch hier. Kopieren, Bibliothek, nicht lokal, Geräte, so, und dann haben wir hier einen Ordner, wo ist denn der Backup-Ordner, Startverzeichnis, genau, wir haben nämlich einen Backup-Ordner von ES-Datei-Explorer direkt und da fügen wir das jetzt einfach mal ein. Der findet sich halt am Ende schneller wieder. Das Übertragen dauert jetzt eine ganze Weile, weil, wie gesagt, der ladet die Dateien jetzt praktisch aus der... Oh, und jetzt sind wir wieder... Muss ich mal wieder ranzoomen? Hopp. Jetzt sind wir wieder da. Haben wir einen Akku gewechselt. Und hier seht ihr dann praktisch die Dateien. Löscht die danach auch wieder, weil sonst müllt euch das System nur wieder voll. Wir können die hier jetzt aber nicht installieren, weil dann sagt der natürlich... Oh, nee, musste kaufen. Wollen wir nicht. Gehen wir raus. Nehmen uns dieses hier. Erlauben das. Und das nennt sich Total Commander. Packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Ist komplett gratis. Und dann gehen wir einfach auf... Bum, 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 bum. Ich muss gerade mal gucken. Benutzer, definierter Ort, SD-Karte, Speicherverzeichnis. Wir müssen kurz gucken, wo hier der Backup-Ordner ist. Da ist er, Backup-Ordner. Also unter der SD-Karte und dann hier Backups. Und da haben wir dann hier verschiedene Wizards von... Und ich nehme jetzt einfach mal... den 19.1, den aktuellsten, installieren. An unbekannte Quellen. Und jetzt kann man hier unbekannte Quellen für verschiedene Sachen anschalten. Da muss ich jetzt hier den Total Commander anschalten. Downloader würde auch gehen. Ja, aber es ist jetzt halt nicht mehr so, dass man sagt, man kann halt unbekannte Quellen einfach anschalten, dann kann jedes Ding unbekannte Quellen anzeigen. Also ihr werdet auch Apps haben, wenn gibt ja auch welche, die Kodi machen als Downloadquelle, als wo man dann halt Spiele runterladen kann, andere Kodi-Versionen. Und es steht dann nicht da drin und ihr könntet nicht enemien, könnt ihr mit diesem Version noch nicht anfangen, ihr könnt dann da nichts runterladen. Ihr müsst jede Quelle einzeln hier zulassen, wo das okay ist, dass er Sachen installieren darf. Den großen Gesamtpunkt, unbekannte Quellen, einfach alles installieren, gibt es nicht mehr. So, installieren. So, fertig. So, jetzt können wir hier natürlich auch noch mal raufgehen. Gehen auf Startverzeichnis. Backup. Und löschen. Machen den Haken bei Papierkorb raus. Löschen. Und dann wird alles gelöscht. So. Hier, die haben wir benutzt. Jetzt seht ihr auch, dass man die sieht. So. Und jetzt gehen wir hier hinten einfach rauf. So, hauen uns das da oben hin. Puh, VPN. Ans Ende. So.
Wir haben zwei Benachrichtigungen. So, jetzt starten wir auch gleich Toolmaster mit darüber. Ich komme momentan ja nicht mal dazu, alle zu nutzen, aber so. Und jetzt haben wir alles vorbereitet und könnten wir loslegen. Oh, die Wave sieht cool aus. Wir haben unsere Apps alle drauf. Wir haben uns hier oben das alles angepasst, wie wir es haben wollen. Müssen uns in den einzelnen Apps natürlich jetzt noch anmelden. Also bei YouTube, Netflix, Disney Plus. Prime Video natürlich nicht, weil ist ja unser Konto. Und dann können wir loslegen. Wir haben jetzt eine Auslastung. Wartet mal, ich muss jetzt nochmal gucken bei den Apps. Ich muss mir meine Wetter-App nämlich noch hier vorne herholen. Die ist wichtig. Die Twitch-App ist wichtig. Just Watch ist eine App, die ich euch empfehlen kann. Da könnt ihr immer nachvollziehen, was wo läuft. So. Join brauche ich jetzt nicht so oft, weil One Piece ist vorbei. Aber Spotify, Internetradio, Amazon Music. Macht euch halt eure Anordnung hin, wie es euch am besten gefällt. Hier haben wir noch dann, wenn ich jetzt zum Beispiel Festplatte anschließe, hätte ich jetzt hier auch den VLC-Player und könnte damit Sachen abrufen. So, Downloader, App Store, hier haben wir noch 1 und 1. Das müsste eigentlich auch mal nach weiter vorne. So, das ist nämlich für TV. Dann habe ich hier noch ein Fotoguru, auch eine App, die ich euch nur empfehlen kann. Da sind halt meine ganzen Mediaquellen aktiviert. Meine Clouds, die muss man halt alle separat dazu kaufen. Die App an sich ist gratis, aber je nachdem, welche Cloud man haben will, kostet es halt extra. Und da habe ich meine OneDrive Cloud drin und kann dann halt auf meine Fotos zugreifen oder Videos, die wir unterwegs gemacht haben. Und wenn wir dann halt hier einen schönen Fotoabend machen oder Tag, und wo wir uns einfach mal alte Fotos angucken, das Ambilight auf Lagerfeuer hinten eingeschalten, das Licht ein bisschen gedimmt und so, und dann die Fotos angeguckt und die Videos, wo die Kleine noch klein war und oder wo wir, was weiß ich, bei Schwiegermutter waren oder was weiß ich. Das ist immer ganz schön. Ja, Internet Explorer, den brauche ich auch noch weiter vorne. Und dann habe ich halt meine Bibliothek hier so angepasst. Ich finde es halt schade, dass man jetzt hier nicht mehr sehen kann, welche installiert ist und welche nicht. Vorher war da immer ein Cloud-Symbol. Aber wir können das hier oben irgendwie umschalten. Wartet mal. Wir gehen hier auf App-Bibliothek. Installiert. Und dann zeigt er uns eigentlich nur die installierten Apps an. Das ist jetzt halt nicht so viel, wie seht ihr ja. Und die können wir auch hier in den installierten, glaube ich. Ne, hier können wir sie nicht anpassen. Da wird es uns mal angezeigt. Ja. Also so viel ist nicht drauf. Weil da muss Amazon echt mal nachlegen mit dem Speicher. Das ist ein bisschen sehr knapp mit den 16 GB. So. Wenn wir dann hier raufgehen auf Apps. Oh, da habe ich jetzt 10 GB frei. Von 12 GB. Ja. Also das ist schon ein schönes Erlebnis, weil K-Punkt macht sich auch noch mit der Zeit voller und voller.
Und da hat man dann wirklich alles hier schön drin. Übersichtlich, schön, einfach. Kann man nicht meckern. Wenn ihr jetzt, also Fernbedienung machen wir gleich im nächsten Video. So. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich werde auch nochmal gucken, wie ich das richtig ich muss nochmal gucken, wie ich das mit dem Sky richtig eingestellt hatte. Weil normalerweise habe ich Sky so eingestellt, ich habe gesagt, dass es auf Sky gehen soll. Und er hat sie nicht gesagt, ich wechsle irgendeinen Sender oder so. Dann hat es auf Sky, also auf den HDMI gegangen und hat Sky angemacht. Und ich war gleich in der Mediathek drin, also nicht in der Mediathek, aber in diesem Menü drin. Da muss ich mal gucken, das weg, aber das ist jetzt Nebensache, das brauche ich nicht so oft. Deswegen als nächstes Video erstmal die Fernbedienung. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr da Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich habe mit Cody gleich euch noch einen Tipp gegeben. Cody einstellen, werde ich euch keinen Tipp geben, dann müsst ihr das selber zurechtfinden. Das ist auf YouTube ja nicht gerne gesehen. Ich werde euch den Toolmaster mal unten in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr euch die Webseite mal angucken, ein bisschen was durchlesen. Ist eigentlich alles selbsterklärend. Ich bin dann jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Hau. Sagt euer Odin.